Hallo, hier ist der Prismadism und grüßt euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Tintin the Game. In der letzten Folge haben wir hier das Level hier, der letzte Außenposten hier fertig gespielt. Und fehlt jetzt nur noch ein Level von dem Spiel hier. Und das Level hat den Namen Eine fantastische Leistung. Ja, und dann ohne viel Reden würde ich gleich sagen, wir starten mal mit diesem Level und schauen mal, was uns erwartet. Nachdem das hier mal wieder geladen hat, natürlich. Using my birthday as an excuse, I have summoned you here, the most distinguished of personalities, to behold a true masterpiece, an exclusive opera that I have composed myself. Even the world's most magnificent diva, Bianca Castafiore, has surrendered and accepted to sing my creation. Of course. When Mr. Salad showed me the script, I knew that my place was here. This incredible work of art can only be sung by someone such as myself. Let me recap. That saccharine fellow is a smuggler that has kidnapped a ship, his captain, and you, because he's searching for a treasure whose map was in your pocket. Yes, well, not the whole map, just a part of it. That saccharine is a clever guy. Salad is a big collector of pirate antiquities. The last ship should be in his opera house. It's where he stores his items. You, Thompson, stay here and prepare the arrest. I'm sorry for Ben Salad, but we're going to crash his party. No one here. Captain, Snowy, we can enter. I think we can try to go this way. Captain, Snowy, stay here and watch while I check. So, jetzt sind wir auch endlich im Spiel nach dieser kleinen Einleitung und wir sind anscheinend in einer Oper. Und warum sind da eine Oper Luftballons? Das check ich nicht. Aber egal. Wir wollen hier schön flott machen und hier sperren sich ein paar Luftballons im Weg. Wenn mich aber recht erinnere. Look, Tintin! These balloons are blocking the way! Ja, dann kann ich die einfach so wegschneiden und dann fliegen sie nach oben und draußen. Look how they explode after hitting something. So. Jetzt haben wir das hier auch herausgefunden und dann ist hier noch ein Ballon, den lassen wir auch gleich mal platzen. This scenario is blocking the way. Look, the barrel boy. I think it acts as the counterweight. Brilliant. Aha, the way should open now. So, das ist gerade irgendwie noch ein bisschen Tutorial, habe ich das Gefühl, wie man mit Luftballons umgeht, aber das finde ich eigentlich ein bisschen übertrieben, denn wir sind alle, schaut euch mal den Typen hier an. Wie alt ist der? 18? 17? 16? Auf jeden Fall keine 5 mehr, also wir brauchen noch keinen Unterricht mehr, wie man Luftballons durchschneidet. Naja, das Spiel wollte es so. Let's repeat the trick. So, dann schneiden wir das mal weg. Lassen sie hier kurz auspendeln. Lassen die Luftballons passen. We can continue now. So easy geht das. So, wir gehen auch hier weiter. Dann ist hier, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Schiffteil. Ihr wisst schon, da wo die Kapitänskajüte, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist hier diese Kulisse im Weg und wie kommen wir jetzt daran vorbei? Einfach hier wegschieben. So easy geht das. So, jetzt haben wir Kameraperspektive gewechselt. Sieht mal ganz witzig aus, mal was anderes. Und hier ist ein Gang, wartet. Aber hier ist anscheinend. We don't need to exit the opera. So, kann ich hier vorbei? Ah ja, das ist der Trick. Also jetzt nochmal woanders hinschieben und dann ist hier der Weg frei, oder? Na, noch nicht ganz. Another scenario. This is the most untidy opera I've seen. Yes, but look at the balloons. Maybe with less weight. Ja, da gehe ich mal dem Captain recht. Also das ist wirklich eine sehr komische Oper. Was habe ich gemacht? Jetzt habe ich also den uns selber den Weg versperrt. Nee, hier muss man so machen. Dann müsste die Kiste hier wegfliegen. Beware with the weight, boy. Aha, the way should open now. Ja, wir sind zu gut. Besser gesagt, ich bin zu gut. Das ist eine total schwierige Aufgabe und ich habe es geschafft, die innerhalb von Sekunden zu lösen. Und, da ist jemand. Ja, interessant. Oh, was ist denn hier? Boah, sowas Unanständiges macht man doch nicht. Also echt, was soll das? Das muss in die Presse. Gott sei Dank sind wir Reporter. Okay, können wir unter die Workers here have a curious sense of humor. Hört auf zu reden, Junge. Ich bin hier gerade am Reden. We can continue now. I think I hear the music near. This should be the last obstacle.
Eigentlich wollte ich jetzt hier unter der Kiste hier so durchkriechen, aber es war anscheinend nicht nötig. Wir konnten einfach rüber, also die Seile durchschneiden, einfach dann passieren. So. I am not going to sing this. This opera is horrible. But Diva, we have a contract. Come on, how bad can it be? Bad? Bad? Salad wouldn't know Diva. What talento is, oh. Even with a dictionary and a photo. Diva, please, we have to perform. I guess I have to make the final sacrifice. Oh, my Diva. Was für eine Tussi, echt. Also ich würde nie zu der Aufstellung gehen und mir hier so ansehen, wie eine Tussi hier vor uns singt. Also da sitze ich lieber zu Hause und relax ein bisschen mit Zock und so. Auf jeden Fall hier. Guck mal, was können wir müssen dazu spielen? Also irgendwie, ihr wisst schon, so ein richtig schräges Spiel und dann regt ihr sich voll auf. Na, okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier so weiter, oder? We need to cross the stage. That's impossible, lad. The opera has started and everyone is looking at it. Castafiora is singing. The attention will be all on her. We will use these moving wave props to cover us. Snowy, you will go first. You are small, so it'll be easier for you. Go, Snowy! So, wir haben also jetzt den Plan, hier uns an der Menge vorbeizuschmuggeln. Das muss echt witzig sein. Also, wie so auf die Idee zu kommen, da hier so während einer Oper sich so hinter der Bühnenkulissen hier so vorbeizuschmuggeln. Also, darauf hätte ich auch mal Lust irgendwie. Das wäre bestimmt witzig irgendwie. Und wenn dann ein Zuschauer das so bemerkt, wie dann so ein Hund plötzlich da so hinter der Kulisse so rumläuft, denken sie auch nur, hä, was ist denn hier da los? Also wird ja noch schlimmer hier mit Menschen. We are much taller than a dog, lad. If we keep using the scenery as cover, all will be okay. Let's wait behind this rock until a wave appears. Also das... Now, it looks that no other wave is coming. Hier? I must find another way to continue. Also das ist ein bisschen unlogisch, oder? Ah, ne, jetzt... Ah, ich dachte schon gerade. Ich dachte jetzt hier, dieser Stein bewegt sich jetzt so entlang, da, wie es gerade mit der Welle war. Aber das wäre dann wirklich schon ein bisschen sehr, sehr komisch. Naja, am Wolken heranzuklettern und so über die Bühne zu kommen, geht ja auch. So, aber oh mein Gott, ey, wie das so sein muss. Ist schon irgendwie hier, das ist so eine richtig teure Oper hier. Und alle sind so schon so auf die Typen hier, die unten, die Tussi. Und dann ist einfach mal hier so ein Typ, der an den Kulissen von den Wolken und so vorbeiklettert. Und alle so, hey, was ist da denn los? Fangen an zu lachen, was weiß ich. Und die singt so weiter, denkt sich, ah, lachen die mich aus? Und schon so Tussi-mäßig drauf und regt sie dann voll auf irgendwie. Das wäre ja bestimmt richtig witzig mit anzusehen. So. Aber hier ein bisschen zu klettern schadet uns ja nicht. Captain! You are the last one. It seems that I'm again facing the danger alone. I have an idea. Aha, der Captain hat eine Idee. Das kommt ja auch nicht alle Tage vor. So, also was hat der Captain vor? Ah, einfach hier so vorbeischlagen. Oh mein Gott, was soll das? Also echt. Was denken sich die Leute, wenn hier so ein riesiger Papagei vorbeikommt? Also ich würde nicht kringlich lachen hier bei dieser Oper. This door is closed by the other side. Maybe across the ceiling, one of us can reach the other side. But how can we reach up there? I have an idea. Snowy, do you want to make a balloon trip? Okay. Ups, und das war schon mal falsch. Mein Fehler. Keine Ahnung warum, aber irgendwie bei diesen ganz einfachen Aufgaben versage ich dann immer, habe ich das Gefühl. So. Dann so. Hier, das weg. Dann kann er hier schon hochfliegen. Hui. Okay, guten Flug.